Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 867. Das letzte Decider's Match, das letzte Match der Gruppenphase. Danach geht's in 7 Bracket-Spiele. Das heißt, wir haben hier den letzten Spieler, der sich für diese Bracket-Phase qualifiziert. Und dazu gibt's einmal den Protoss hier in Rot. Das ist Classic. Und der spielt gegen den Terraner hier in Blau. Das ist Special. Und wir sehen hier von Special direkt eine Proxy-Rex. Interessante Position. Der Reaper muss trotzdem ein bisschen durch die Gegend fahren, bis er in die Protoss-Basis kommt. Währenddessen SCV wartet hier auch. Aber Classic hat das gescoutet. Er hat eine Probe rübergebracht, einmal durchgescoutet, gesehen. Doppelgas, keine Rex. Das ist Proxy. Und hier gibt es noch einen Bunker mit dazu. Also tatsächlich der harte Block hier von Special angedacht. Und Classic hat das bisher noch nicht gesehen. Geht jetzt hier auf den Stargate und wartet auf diesen Reaper. Ja, sieht den jetzt hier auch. Reaper legt los, versucht einen Kill zu machen. Da sollte der Pylon-Block kommen. Schön angedacht hier von Classic, aber Special ist dem ausgewichen. Jetzt muss er nur ein bisschen vorsichtig sein, dass er nicht zu nah rankommt an den Zealot. Denn der macht doch ziemlich ordentlich Damage, sobald er eben Kontakt findet. Bunker ist ready. Kann der Reaper den überhaupt groß nutzen? Denn natürlich hier kommt die nächste Einheit, ein Stalker. Und damit ist dann doch einiges in DPS gegeben. Der Bunker wird das dann nicht lange durchhalten. Immerhin hat so Special ein bisschen den Überblick, wann Classic seine zweite Basis nimmt. Ja, da ist die Probe eben unterwegs und die merkt, ich kann noch keinen Nexus bauen. Ich hatte das Geld da, aber noch ist das nicht drin. Bunker verliert Hitpoints, aber er wird gesalvaged. Hätte man sogar noch ein bisschen rauszögern können. So, und damit wird es dann hier für Classic auch mal eine weitere Basis geben. Währenddessen hier die Probe versucht zu scouten, aber es ist eine Wall da. Kommt also hier nicht rein. Und Natural ist unterwegs, auch für den Terraner. Und Classic sieht hier den Factory. Nein, nein, er hat kurz nur die Richtung geschaut, aber er wird die Factory nicht sehen. Hätte beinahe die erste Widowmine noch scouten können, somit das ist nicht drin. Oracle ist unterwegs und mal sehen, Widowmine versucht sich hier irgendwie in einem random Spot einzugraben, dass wenn das Oracle drüber fliegt, dass es dann sofort gesniped wird. Wenn das nicht hier, wird die Probe gejagt. Problem ist, da ist ein Adept mit dabei und der ist dann doch stärker als der Reaper. Somit stirbt das SCV, die Probe überlebt und das Oracle, nein, es dreht ab. Es dreht ab, es fliegt nicht über die Widowmine, zumindest nicht im ersten Schwung. Und der Reaper stellt sich noch drauf. So von wegen, ja, laser mich weg. Ich bin hier nur der Lockvogel. Ich will, dass das Oracle hier an der Widowmine drauf geht. Interessanter Plan von Special. Factory wird jetzt gescoutet. Oracle wird gescoutet. Cyclone ist noch nicht da. Das ist der zweite Cyclone. Der erste ist da. Und mit dem zweiten, nein, der spawnt zu spät. Das heißt, da passiert nicht viel mehr Damage. Oracle verliert nur Schilde, aber konnte natürlich auch kein Damage machen. Und die Einheiten laufen jetzt einfach fleißig los und versuchen hier... Ja, der Reaper versucht zu scouten, die Widowmine versucht einfach noch irgendwie random eine Einheit zu erwischen irgendwann. Viking ist auch da, kann also inzwischen Oracles abfangen. Doppel-Oracle ist hier auch im Schatten, die werden sich begegnen. Ah, das ist immer das Umdrehen hier. Auf dem originalen Weg hätten sie sich... Sieht das... Ah, Special hat es nicht gesehen. Die Oracles sind gerade ganz, ganz knapp an ihm vorbei, wenn das der Reaper hat sich geopfert. Hat aber, glaube ich, nicht allzu viel gesehen. Die Robo noch. Also sind wir gar nicht mal so schlecht. Und jetzt kommen hier wieder... Die Oracles, aber hier sind zwei Cyclones, die rotieren zwischen den Basen. Oracles kommen eigentlich trotzdem ran. Ein Kill gibt's. Sofort der Doppel-Lock-On. Bisschen Schaden geht drauf und das Viking ist halt komplett irgendwo um nirgendwo. Er landet jetzt hier sogar. Das ist ein sehr mutiges Viking. Das wird nicht weit kommen, denn hier ist der Phoenix. Hier kommt ein Stalker mit dazu. Es versucht abzuheben, es versucht wegzufliegen. Aber gegen einen Phoenix ist es so ziemlich ein Ding der Unmöglichkeit. Der Phoenix ist schneller. Naja, ist daher wieder Landeversuch. Und das Viking versucht jetzt einfach wegzulaufen. Das ist auch ein bisschen dämlich. Ich denke, da kommt gleich der Stalker mit. Ja, der Stalker will sich darum kümmern. Der Phoenix klebt einfach dran, damit das Viking nicht mehr hochfliegen kann. Das versucht hier zu fliehen. Der Stalker geht gerade in die falsche Richtung. Wenn das nicht hier, das Oracle nimmt ziemlich Damage. Ging einiges an Schaden drauf. Oracle runter auf 24 Hitpoints. Das Viking kommt sogar hier weg, tatsächlich. Hat das Ding eigentlich... Oh, die Widowmine! Problem ist, die Widowmine finisht den Phoenix nicht. Und der Splash Damage killt das Viking. Oh, das ist bitter gelaufen hier. Ja, gerade hat Classic auch gemerkt, liften funktioniert nicht, dann könnt ihr Oracles nicht mehr drauf schießen. Aber den Lift kurz gecancelt und damit ist die Widowmine auch Futter für die Lufteinheiten. Dritte Basis kommt für den Protoss. Beim Terraner sehen wir eine eBay. Wir sehen Stim und Comet Sheet gleichzeitig. Es sind zwei Cyclones mit einem Raven da. Also hier wird massiv aufgerüstet bei Special, aber eben noch keine dritte Basis, sondern alles erstmal Two Base. Wir sind bei Classic eben dritte unterwegs. Er geht auf plus 1 Attack und Blink hat ein paar Gateway-Units und eben seine Stargate-Units.
und macht hier schon mal die Rocks weg. Das sieht man relativ selten, dass jemand diese Rocks hier killt. Hier noch ein Stasis-Board mit dazu. Und momentan hier wenig Gefahr. Von Special ist noch kein Tech da, um groß Drops zu starten. Daher kann er noch nicht wirklich aktiv werden. Denn die ganzen frühen Einheiten wurden aufgeräumt. Und wir sehen auch schon hier mit den Stasis Wards und hier drüben Observer unterwegs, Oracle unterwegs. Gute Map Vision an sich von Classic. Er will hier nochmal abchecken, was Special dann so treibt. Kann auch sehen, keine dritte Basis bisher im Bau. Zumindest nicht hier, wenn dann steht hier irgendwo im Terraner-Gebiet. Wir haben ein Missile Turret hier, aber kein Missile Turret in der Main Base, interessanterweise. Nur eins an der Natural. Und selbst das könnte man unter Umständen noch kaputt lasern. Das ist nicht leicht erreichbar für die SCVs. Das heißt, die können das nur sehr, sehr schwer reparieren. Und die Oracles, ja, schauen mal kurz vorbei. Immer eins ist angeschlagen, zwei wird mal ins Wörtchen eingegraben. Es gehen ein paar SCVs drauf. Das Missile Turret haut freilich mit drauf. Und damit beide Oracles angeschlagen. Und jetzt kommt der Push von Special eben mit dem ersten Medivac. Raven ist mit dabei und hier Konfrontation. Das Special schaut gerade nicht auf seine Hand, flieht hier den Cycle, aber haut eine Anti-Armor-Missile rein. Und die hat ziemlich fett gesessen, trifft den Immortal. Der ist zudem noch inaktiv, der hat eine Interference-Matrix auch noch mit abgekriegt. Das heißt, momentan der Immortal ist nicht sonderlich hilfreich. Jetzt kann er wieder schießen, jetzt ist er wesentlich, wesentlich besser im Fighten. Und Special drückt einfach weiter. Wenn das ein Classic macht, nochmal die Rocks auf. Natürlich, das kann man hier als Punkt für den Panzer ausnutzen. Das als Blocker. Das Stasis Ward wird easy gefinished. Immerhin Anti-Armor ist abgelaufen, Raven ist tot, Widowmines kommen mit dazu und hier kommen schöne Force Fields, wird da eingeladen, da werden ein paar Einheiten eingeladen und nach hinten gebracht, hinter die Force Fields. Trotzdem, der Panzer besteht noch immer und damit Belagerung geht nochmal weiter. Die Oracles stehen hier oben, ganz, ganz nah dran hier am Terraner und ein Oracle kriegt jetzt auch den Damage ab und geht jetzt down. Währenddessen kommt der U-System und es geht auf die Stalker, kriegen ziemlich viel Schaden ab und hier will es tatsächlich Special einfach wissen, pusht hier tief rein, setzt seine Widowmines weiter nach vorne, jetzt kommt nochmal der Loden. Nochmal hochhealen der ganzen Einheiten, da kommt noch ein bisschen was nach. Ein paar Marines, zwei Marauder laufen hier mit rein. Concussive Chase ist gleich mit ready und der Push hier ist für Classic ziemlich schwierig, wie man sieht. Er hat hier keine gute Position zum Fighten. Jetzt versucht es hier mit dem Blink auf dem Panzer. Panzer war nicht gesiegt. Die Barrier versucht jetzt hier zu stimmen und zu fighten. Aber der Tank geht dann doch da und damit fehlt ein ganzer Schwung an Damage Output. Und die Protoss Army mit den Reinforcements sollte dann doch reichen. Es kommt noch kein Ding mehr dazu. Die würde man schießen noch fröhlich mit rein. Aber macht bei weitem nicht genug. Die Stalk jetzt hier gehen weiter und fighten. Und die Barrier, man sieht, kann sich hier gerade nicht wehren. Liberator kam hier mit dazu, aber wird jetzt weggeschickt, denke ich, der geht auf einen eigenen Harassment-Trupp. Da kommt der Boost nochmal weg. Stalker blinken aggressiv nach vorne. Der Liberator wurde gerade nochmal mit zusammengezogen, aber nein, Liberator soll einfach irgendwie versuchen zu resten. Zweiter Liberator ist für die Defense zuständig. Stalker blinken nach hinten, haben auch gesehen, dass dieser Liberator unterwegs ist. Der sucht jetzt hier nach einem guten Punkt. Problem ist, da ist noch ein Phoenix in der Gegend. Und da kommen die Stalker auch mit dazu. Natürlich mit Blink auch ordentlich mobil. Es kommt plus 1 Armor und Charge für den Protoss in Rot. Wenn das ein Base Special gibt es eine dritte Basis inzwischen, viele SCVs auch schon dran, natürlich Mainbase läuft so langsam leer. Wir haben 62 zu 61, erst im Workaccount steht Special ziemlich gut dagegen im Protoss, kann im Workaccount mithalten, das sieht man eher weniger, meistens ist der Protoss ein ganzes Stück vorne in den Workern. Damit natürlich Income Advantage, schwingt fröhlich hin und her dank den Mules und das Army Supply. Man sieht, Special war da vorne, hat aber dann eben den Fight verloren und jetzt muss er sich wieder aufbauen. Wenn das ein Base Classic geht es mit jedem Warp in steil nach oben, zweite Robo kommt mit dazu. Wir haben ein Warprism eingeladen. Und da kam gerade der Scan auf die Protoss-Einheiten. Es sind nicht mehr wirklich Sentries vorhanden. Es ist keine mehr vorhanden. Es sind nur noch Stalker, Immortals und natürlich ein bisschen Unterstützungseinheiten. Und hier zwei Probes werden gefunden. Der Pylon ist auch Futter. Immerhin den Kill nimmt Special easy mit. Und Classic, ja. Er hat hier keinen Observer mit dabei. Sollte ein bisschen vorsichtig sein. Wenn dessen nächste Liberator wurde geklärt. Stalker waren dran und ja, räumen das Ding easy auf und auch der nächste Liberator hier hat kein leichtes Leben. Phoenix klebt dran, Stalker ist in der Gegend und auch der wird hier down gehen. Aber da kommt der Drop in die Mainbase mit den drei Medivacs. Die Bio ist drin, eine Sentry ist hier mit am Start, setzt ein paar Force Fields, die Stalker kommen jetzt mit dazu, blinken von dem Widowmines weg, versuchen das Medivac zu kriegen, kriegen auch eins. Snipe mir ein Medivac komplett mit Inhalt, währenddessen vierte Basis unterwegs für Special. Armory mit dazu für 2-2 Upgrades und wir haben mehr Liberator und Panzerproduktion. Bei Protoss kommt plus 2 und eine zweite Forge. Und eben die Masse an Gateway-Einheiten mit Immortals und jetzt kommt auch ein Templar-Archiv mit dazu. Wir haben 63 zu 68 Work, also Special ist wirklich economy-technisch sehr stark unterwegs. Für dieses Matchup, wo eigentlich der Protoss derjenige ist, der in die Economy davon zieht, hat Special da wirklich guten Job getan. Und jetzt gibt es tatsächlich eine Disruptor-Produktion, nachdem die Robotics Bay gestellt wurde. Interessante Einheitenwahl. Kann gut laufen, kann aber auch richtig schief gehen. Disruptors sind eine Einheit mit sehr viel Potenzial, sowohl Erfolgspotenzial als auch Fail-Potenzial. Das geht bei den Einheiten in beide Richtungen. Das kann eben richtig gut laufen oder richtig bescheiden. Vierte Basis bis zur fünfte Basis kommt hier für Classic. Hat, nimmt hier unten die vierte und hier oben die fünfte tatsächlich. Der Drop hier wartet auf seinen nächsten Einsatz. Der Stalker sieht das nicht ganz. Es ist minimal außerhalb der Reichweite. Jetzt wird der Stalker gesehen und auf Wiedersehen Stalker.
Nein, er blinkt, kommt, aber der reicht nicht. Congestive Shells hilft dann natürlich aus. Und dessen hier, ein paar Stasis Wars wurden verteilt. Ein Stalker steht auch hier als Scout, auch der wird nicht lange leben. Auch das Oracle auf Hold Position auf Micron wird easy gesnappt und der Stalker fällt als nächstes. Special holt sich ein paar Einheiten und riecht jetzt natürlich auch, dass da drüben vermutlich eine Basis ist, wenn der Proto schon so komisch aufgestellt ist. Und wird die hier sehen. Der Marine scoutet die Basis. Wenn das nicht drüben kommt, die Einheiten zurück. Die Stalker suchen auch nach dem Drop, aber haben ihn nicht gefunden. Der Marine hat eben die Info preisgegeben, somit Special weiß von dieser Basis. Und seine Army sammelt sich immer mehr. Ist auch noch getaggt, das heißt Classic weiß, wo die rumsteht. 2-2 Upgrades kommen bei Terrana und plus 1 für die Panzer. Und 2-1 kommt beim Protoss zusammen mit Storm. Also es geht upgrade-technisch in großen Schritten weiter. Wir sehen mehr Immortal-Produktion. Doppel Immortal inzwischen. Es sind genau 3 Disruptor draußen. Und ja, die stehen hier mit in der Army und die können jetzt unter Umständen flankieren. Classic kommt hier von der Seite. Die Bio hier lebt gefährlich. Da kommt der Charge ran. Plus 2 ist gleich ready. Da sind die Panzer allerdings auf dem anderen High Ground. Die wollen hier die Position halten. Jetzt die Disruptor, können die Hits landen, währenddessen das Warp Prism ist voller Templar. Das heißt, da ist viel Storm drin und das Ding schützt natürlich die Templar. Währenddessen sind 6 Probes draufgegangen. Hier nämlich. Haben die Stalker defended, da waren weitere Liberator. Höchstwahrscheinlich. Jetzt mal stark davon aus. Wir sind bei 3 Toten, das klingt richtig. Panzer, Siegen an, Siegen nach vorne schieben. Salad Charge wieder ran, werden eigentlich gut gekitet und sofort kommt der Volley. Disruptor Kugel Nummer 1 trifft gar nicht mal so schlecht. Nummer 2 trifft eine Marine. Salads Charge wieder an. Es sind aber kaum Salads hier vorhanden, die sagen. Jetzt kommen ein paar Force Fields. Aber der nächste Salad geht hier down. Und Special macht hier weiter Druck. Beide haben, ja, gehen Richtung 200 zu bleiben. Wir sehen ein Fleet Beacon bereits für Classic. 3-2 Upgrades. Wir lassen 2-2 für den Terran. Ist gleich mit dabei. Das heißt, die Bayern ein ganzes Stück stärker. Und da geht's jetzt hier drauf. Und da sollen die Storms von der Seite kommen. Das Hoppelsen kommt jetzt hier mit rein. Storms gehen hier einmal auf die Panzer. Salads Charge rein. Kugeln fliegen. Die erste Panzerreihe ist abgerundet. Aber das sind noch 2 weitere. Nochmal ein guter Storm geht hier mit rein. Nochmal ein weiterer richtig schöner Storm hier. Die Army von Special leidet ziemlich. Aber es sind nur noch 2 Panzer hier. Der eine haut da mal eine ordentliche Kugel rein. Die Marauder eigentlich so mega low. Können die nicht mehr fighten. Der nächste Tank kommt mit dazu. Und Special kann diesen Fight nicht halten. Er flieht die Medivacs. Währenddessen eigentlich hatte ich hier einen Trupp reingebracht. 2 Medivacs voll mit Einheiten an der 4. Basis und die wird komplett abgeräumt. 11 Props tot, die Basis tot. Und hier ist weiteres für den Force mit. Nicht sicher, ob Classic hier durchpushen kann. Er versucht hier die Rampe hochzukommen mit Salads. Man sieht, sie schieben sich langsam nach oben. Der Panzer wird jetzt hier gesniped. Die Bio kitet nach hinten. Das Raptors sind noch mit dabei. Aber keine Templer mehr. Das heißt, keine Storms momentan. Es sind noch 2. Doch, es sind Storms da. Die Templer hier hinten. Aber die leben natürlich nicht mehr ganz so einfach. Die laufen ins Panzerfeuer und einer davon wird gesniped. Derzeit überlebt gerade so ein Warp Prism. Special jetzt hier unter Druck gesetzt. Sein Drop versucht hier nochmal was zu machen, aber wird abgewehrt von 2 Immortals. Trotzdem, Supply sieht das noch nicht so schäbig aus. Classic jetzt kann vielleicht eine Basis rausnehmen. Er geht hier massiv auf die 3. Man sieht, wie schnell die Hitbands wird. SCVs werden geschreddert, wenn das Nibio versucht, einfach nicht in die Disruptor-Kugeln reinzulaufen. Stalker fokussieren jetzt hier das Command Center und das wird auch weniger und weniger. Da kriegt die Bio nochmal ins Normal. Jetzt kommt nochmal die Bio von der Seite. Das Command Center lebt noch. Kann hier Special irgendwie defenden. Er hat das weiteres Reinforcement mit 4 weiteren Panzer. Und da kann Classic eigentlich kaum noch fighten gegen 4 Tanks. Man sieht auch Fokusfall gerade auf den Disruptor schon gemacht von Special. Jetzt die Bio von der Seite. Es ist richtig schönes Macro von mehreren Seiten. Salad Charge ist jetzt oben die Bio an. Die wird diktiert. Trotzdem hier unten stirbt. Währenddessen beinahe der Templar wurde wieder gesaved von Warperson. Und Disruptors haben wir inzwischen noch einen einzigen übrig. Die SCVs kommen jetzt wieder von der Seite zurück. Die Salads wurden geblockt durch das eigene Force Field. Und die 3. Basis, die lebt noch. Die brennt zwar fröhlich, aber wird jetzt hier repariert. Und die Basis wird das überleben. Währenddessen gibt es eine 4. hier unten. Die wird ein PF, damit die besser abgesichert ist. Und Classic zieht sich erstmal zurück. Hat aber 30 Supply mehr als der Gegner. Trotzdem, die 4. Basis läuft jetzt erst wieder wirklich. Und Classics Economy war in dieser Zeit auch nicht so überragend. Man sieht, Income Advantage schwingt nicht allzu krass hinterher. 750 war momentan der Peak. Und der geht jetzt schon wieder nach unten, jetzt wo Special seine 3. Basis wieder im Beschlag hat. Also es ist ein fleißiges Hinterher zwischen den beiden, mehr Panzer jetzt hier am Start. Die Bio allerdings immer noch 2-2 und plus 1 Attack, währenddessen die Protoss-Einheiten gehen auf 3-3-1. Man sieht hier, plus 3 Armor und plus 1 Schild ist unterwegs. Mehr Templer wieder eingeladen im Warprison, mehr Templer auch so noch unterwegs. Hier kommt der nächste Drop, sein Medivacs voll beladen. Der Phoenix wird das sehen, aber dafür mit dem Leben bezahlen, somit die Einheit ist mal aufgeräumt. Trotzdem die Protoss-Army weiß Bescheid und bewegt sich sofort in die Richtung. Man sieht der Strom in Richtung Drop. Da soll eine neue Basis kommen, jetzt doch eine 5. endlich wieder. Nachdem die, das ja die ursprüngliche 5. war, ist jetzt als 4. umfunktioniert und jetzt kommt eine neue 5. Basis mit dazu. Und Special ist mit einem weiteren Drop hier unterwegs. Versucht die dann mehreren Fronten hier irgendwie Action zu liefern, schickt den Marine Scout nochmal da runter und merkt, okay, hier ist keine weitere Basis. Das heißt, momentan haben die beiden den Basengleichstand mit 5-5 und Special hat die 5. schon am Laufen. Also momentan hat hier auch das bessere Income, wie man sieht. Da kommt ein kleiner Stim und hier sind halt so viele Siege-Tanks.
Will Classic da wirklich drauf rennen? Er weiß natürlich noch nicht, dass da so viele Panzer rumstehen. Er hat noch keinen Scout und die Bio kitet gerade fröhlich. Ihr erstes Panzerfeuer geht rein. Weitere Bio kommt bei dazu. Stalker blicken aggressiv rein, aber stehen natürlich jetzt direkt am Rand des Panzerfeuers. Richtig schöner Storm kommt. Problem ist, Immortals sind auch da gegen die Tanks. Den können die Immortals gegen die Panzer gewinnen. Das sind halt so viele Tanks und die Protoss Army kriegt so viele Panzershots ab, wird einfach nur zerrissen. Jetzt nochmal Storm, Follow-up Storm auf die Panzer. Aber die Panzer zerstören hier den Protoss komplett. Das Supply droppt unter 100 hier gerade. Währenddessen ist immer noch der Drop hier unterwegs. Und zwar der ist in der Natural. Killt hier massiv viele Props. 23 sind bereits gestorben. Die Natural leidet hier. Immortals jetzt mit Silence sollten das defenden. Und Classic hat diesen Fight versucht zu nehmen. Aber die Panzer haben einfach so dermaßen hart geregelt. Der Protoss ist im Army Supply einfach nur gedroppt wie ein Fels. Jetzt kommt der Recall, um diese Basis zu safen. 33 Probes gestorben, runter auf 35. Das sieht nicht mehr gut aus für Classic. Mit einem einzigen Schlag, man sieht, die Economy schwingt einfach nur in die Terraner-Richtung. Und der Army Drop, der Fight gegen die Panzer. Runter auf fast 30 Army Supply. Inzwischen erholt sich Classic, dank der Economy, die er noch hatte. Aber trotzdem hat jetzt hier kein leichtes Leben. Special 60 Supply vorne, man sieht es hier einfach ausladen. Das Warpress mit den Einheiten interessiert ihn wenig. Plus 3 Armor wird fertig werden. Der Pylon ist ziemlich. Okay, nee, da ist ein Vorder-Pylon mit dran. Die Forge wird gefokust, aber die wird das Upgrade fertigstellen. Damit 3-3-1 ist drauf auf den Protoss-Einheiten. Also Upgrades sind gut. Trotzdem, Economy ist miserabel für Classic und das Army Supply sieht nicht viel besser aus. Und da kommt der Pain Train. Die Panzer sind unterwegs. Plus 3 Attack für die Bio kommt noch mit dazu. Die Panzer brauchen nur plus 1. Das haben wir gesehen. Das hat locker gereicht gegen die Protoss-Einheiten. Die Panzer einfach alles rausgeböllert. Naja, und jetzt kommt einfach ein massives Heat. Stück für Stück wird es jetzt nach vorne gehen. Und das wird sehr schmerzhaft für Classic, das irgendwie aufzuhalten. Er hat das zuvor versucht, den Fight zu nehmen. Da sah seine Army noch ein bisschen besser aus. Jetzt kann er vielleicht angreifen, wenn die Panzer gerade nicht besiegt sind. Jetzt kommen die Templer von der Seite, hauen nochmal einen schönen Storm auf die ganzen Marauder. Die kiten einfach zur Seite. Die Panzer ballen immer noch fröhlich drauf. Die Mortals laufen da vorne, die Templer laufen da vorne. Weitere Panzer kommen dazu. Kann hier Classic nochmal abrollen. Es sieht gut aus hier. Er lief jetzt die ganzen Mortals mit den Warpressen über die Panzer. Und das scheint dann doch zu reichen. Aber beide Armys leiden hier ziemlich dick. Beide verlieren hier richtig viel Supply. Kann hier Special nochmal fighten, er haut mit dem Panzer nochmal eine Keule rein. Da wird der Warpin gerade kurz abgebrochen und es ist 77 zu 118 Supply. Die beiden traden sich wieder runter wie bescheuert. Special hat noch sehr viele Mineralien übrig, weil er hier auch kein Gas genommen hat an den neuen Basen. An der hier schon, an der hier noch nicht. Sollte er vielleicht mal überlegen. Er hat immer noch viel mehr Worker und das viel bessere Income natürlich. Das heißt natürlich, er kann nachbauen, er hat das Geld dafür. Und man sieht auch jetzt, die Mineralien ausgegeben, zumindest zur Hälfte. Und da wird vermutlich nochmal ein Schwung an Marines rauskommen. Somit schießt das Terraner Supply wieder nach oben. Classic hat sich noch nicht auf die 100 erholt. Versucht da jetzt gerade wieder hochzukommen. Baut auch 5 Props gleichzeitig. Also er versucht seine Economy zu reparieren. Hat natürlich die 5. Basis immer noch am Leben. Mimoch City wird mit mehr und mehr Props besetzt. Trotzdem, die alten Basen laufen so langsam leer. Das heißt, beide brauchen neue Basen. Man sieht es hier auch. Special holt sich eine Randbasis, eine 6. Basis. Observer hat die Basis im Blick. Da kommt der Scan auf die untere, um zu sehen, wie sieht es beim Protoss in der Economy aus. Also so viele Basen sind auf der Karte gar nicht mehr übrig. Das sind noch die Eckbasen hier. Eine davon wird gerade genommen und diese an der Seite. Das sind die Basen, die gerade noch verfügbar sind. Und danach sieht es economy-technisch natürlich schlecht aus. Mainbase ist leer. Natural nicht viel besser. Und die 3. Basis hier bei Special. Ah gut, die wurde mal kurz unterbrochen. Die meint also noch ein bisschen 3. Basis beim Protoss. Hier auch nicht mehr so rosig. Und wir haben jetzt wieder Worker-Con aufgeholt. Da hat Classic ordentlich nachproduziert. Das heißt, die Economy gleicht sich wieder an. Army Supply, währenddessen ging es bei Special wieder steil nach oben. Man sieht, mit der Economy dahinter kann der Terran einfach easy Army nachpumpen. Hat jetzt hier einen Drop unterwegs wieder, oder einen Trupp zumindest. Ist noch nicht eingeladen als Drop, währenddessen hier drüben Adapt Harassment auf das neue Command Center. Das wird unterbrochen werden. Wobei, da kommen mehr SCVs, das heißt, es könnte ein richtig eklige SCV-Snipe werden. 2 Sterben, 3 Sterben, SCVs versuchen zu fliehen. Protoss Army scoutet, wo ist überall hier Terraner noch? PF hier. Reicht dann, oder? Doch, sie hat die Range momentan sogar für einen Adapt. Der zweite wird auch gesniped. 4 SCVs gehen down, wenn das nicht hier kommt, der Shade auch rein. Aber hier ist ein weiteres BF. Immer da kann man sich dahinter stellen. Und eben dann schießen die Adapts hier fröhlich durch die Gegend. Aber Marines werden bereits abgestellt. Es sterben 8 SCVs, 9 SCVs. Also es gibt schon einiges an Damage hier. Runter auf 60 Worker. Aber damit kann natürlich Special nochmal einen Schwung der Army Supply produzieren. Jetzt gibt es die nächste Konfrontation. Die Salad chargen ran. Die Bios nimmt einmal richtig dicke. Ein Storm kommt, der Terraner haben die Bios schon am Fliehen. So viele Storms kommen noch, aber die Templer hängen weiter hinten und hier wurde ein Medweg gesniped mit Inhalt. Es sind Ghosts mit dabei. Also jetzt könnten auch Snipes und EMPs kommen. Es wird ein gefährlicher Fight für beide Seiten. Wenn das ein Liberator ist, hier an dieser Basis und dies, das tut mega weh gerade für das Income von Classic. Immer ein Stalker blicken ran, klären die Sache. Ein paar Worker wieder verloren. Wir haben insgesamt 65 SCVs und 42, 65 Probes und 42 SCVs, Gott.
Dieses Spiel macht einen wahnsinnig hier. 20 Minuten läuft das schon, die beiden sind noch immer am Fighten. Bauen sich wieder hoch, Special hat den Max-Out wieder erreicht, geht jetzt auch mal auf plus 3 Infantry-Armor. Protoss hat nach 3-3-1 aufgehört mit Upgraden. Classic hat alles in Einheiten gesteckt, weil er einfach natürlich die Einheiten auch brauchte. Hier sehr angestimmte Bio, so viel Medics sind nicht mehr dabei. Ein richtig dicker Storm wieder landet auf der Bio. Die Ghosts hier kommen eventuell von der Seite. Ein Ghost ist hier auch schon gestorben, hast gehört, never say die. Das kommt vom Ghost, wenn er am Abnippeln ist. Und wir haben hier die Armys immer noch gefährlich nah beieinander. Und hier ist noch ein Observer mit dabei und der hilft natürlich gerade megamäßig aus. Da kam die EMP, aber das Warp-Bissen beschützt hier natürlich den Templer. Trotzdem, Bio will hier fighten. Special hat hier sehr viel Supply, schickt auch nochmal einen weiteren Schwung an Supply nach. Mit den Ghosts, man sieht, Production Tab ist gerade sehr einseitig. Oder es wartet einfach auf den nächsten Warp-In, den nächsten Salads. Mehr kann er mit Classic gerade gar nicht reinwarpen. Und Special versucht hier eine neue Basis zu nehmen, fliegt gerade in Position. Dabei ist Special nicht, dass hier ständig vom Observer überwacht wird. Classic hat eine ziemlich gute Vision. Jetzt eigentlich wieder, was war hier? Ein Marine? Ein einziger Marine feiert gegen die Probes, kriegt ein paar davon. Und wird dann von den Probes gefinisht. Währenddessen hier Ghosts landen gute EMPs. Damit Immortals ohne Schilde? Das kann gefährlich werden. Aber das Warp ist mir mit Speed Upgrade will flankieren. Will hier natürlich wieder die richtig wichtigen Storms setzen. Jetzt noch Liberator mit dazu. Also diese Belagerung wird nur noch schlimmer. Mehr Panzer, Liberator, plus 3 Armor, nähert sich der Fertigstellung. Und das Warp ist versucht hier wirklich komplett von der südlichen Flanke reinzukommen. Classic versucht hier also diesen Fight in seinem Namen zu nehmen. Er versucht hier die Kampfposition zu ändern. Aber Problem ist, das Warpissen hat Special gesehen. Müsste das da eigentlich gesehen haben. Das Warpissen da unten drin lebt trotzdem sehr gefährlich. Wenn das zu nah ranfliegt an dem Release, ist er ziemlich schnell tot. Der Observer wurde jetzt gesehen und auch gesniped. Das heißt, Classic fehlt jetzt ein ganzes Stück an Vision. Das Warpissen ist seine vorderste Front. Und die Terran Army bewegt sich hier gerade ständig hin und her. Und jetzt das Warpissen versucht hier reinzukommen, aber merkt gerade nicht so die Position. Jetzt hier kommen von der Rückseite die Storms. Die Zellets starten auch mit rein. Die Storms sitzen ziemlich gut. Weitere Storms kommen, das Hoppissen geht jetzt hier allerdings down. EMPs landen auch auf der Protoss-Armee. Es sind doch so viele Panzer da. Liberator werden hier gesniped, aber immer noch der Panzer-Damage ist da, der Bio-Damage ist da. Und die Protoss-Armee wird hier Stück für Stück aufgerieben. Supply-Vorsprung gerade 30 für Special. Kann ich hier diesen Fight nehmen? Er geht jetzt zu den nächsten Panzern zurück und da kriegt der Protoss richtig eins ab. Und die Belagerung geht hier weiter und dieses Mal fehlen Classic die wichtigen Einheiten. Er hat kein Warp-Prison mehr, er hat nur noch einen einzigen Templar. Es sind keine Immortals mehr da. Das sieht nicht mehr gut aus hier für Classic. Special zieht sich tatsächlich nochmal zurück. Hat aber natürlich auch eine weitere Mining Base, was Classic überhaupt nicht hat. Er hat zwei Mind-Out-Basen, eine dritte Basis, die letzten Reste hat, eine vierte Basis, die auch schon abgefräst wird und die fünfte Basis sieht auch nicht mehr lange frisch aus. Das hat Special eine komplett neue Basis, von der er fröhlich minen kann. Trotzdem hat Classic gerade das bessere Mineral-Income, lustigerweise. Hat weniger Worker, aber natürlich mehr an den Mineralien kleben. Wahnsinnig ausgeglichen im gesamten Mining. Überraschend, natürlich das Army-Supply. Da ist schon eher das Problem da hier für den Protoss. Wie man sieht, der Fight war noch ziemlich ausgeglichen im Supply. Jetzt hat eigentlich Special da ein ganzes Stück an Vorteil. Jetzt wird die PF belagert. Die SWs müssen den Counter-Repair kaufen, damit natürlich auch Zeit. Und hier sind es viele Salads. Und die Salads gegen die Bio natürlich haben ein Problem. Weil jetzt ziemlich easy gesniped. Ein Templar ist hier nochmal mit dabei. Aber ist das Storm drauf? Nein, der hat keinen Storm. Storm-Templars sind weiter hinten, aber die haben auch noch keinen. Die sind noch kurz vor Storm. Die PF geht zwar down. Währenddessen sind eigentlich auch wieder Probes gestorben. Der Liberator war wieder am Start hier. Also jetzt hier zu fliehen, aber das wird nichts. 6 Probes gestorben, das heißt, die ist gestorben und die Basis hier wurde rausgenommen. Aber da fliegt bereits jetzt hier ein weiteres Command Center, nämlich die Mainbase, wird umfunktioniert. Weitere Liberator hier wird auch gesniped. Trotzdem 50 Supply Vorsprung hier für Special. Classic wehrt sich allerdings mit Händen und Füßen. Der will das Game nicht aufgeben. Man sieht's. Kritische Position für den Protoss, also holt man mal den Darkschwein wieder zu. In der Hoffnung, dass der was hilft. Trotzdem, da kommt wieder eine richtig schmerzhaftige Army von Special und Classics Army Supply. Ja, er muss halt wieder richtig Godlike Storms treffen, ansonsten wird das nichts. Aber er hat hier gerade immer noch kein Warpress mit dabei, das ist noch im Bau. Das Templar Archive wird gefokust, Templar Archive geht hier down, das heißt erstmal keine weiteren High Templar. Muss erst nachproduziert werden, wenn das neue Sensor Tower kommt hier für Special, damit er mehr von der Karte abdeckt. Die Mainbase ist gleich gelandet. Man sieht jetzt eben auch bei Classic geldtechnisch die dritte Basis. Da läuft wieder ein paar Marines laufen rein, einfach um die Basis noch zu nerven. Liberator ist unterwegs zur wichtigsten Mining Base von Protoss und versucht da wieder ein paar Probes zu snipen. Stalker kommt zu spät und da werden die Probes gezogen. Das heißt, immerhin fällt hier nichts. Immerhin das. Ja, das sind gut die Marines drüben, aber da kommen auch wieder Stalker mit dazu. Das heißt, zwei Probes fallen hier und die Protoss Army wagt sich auf die Karte. Das ist mutig, denn Classic ist jetzt schon 70 Supply hinten. Man merkt eben, das Nachbauen fällt dem Protoss schwer, weil einfach die Economy dafür nicht da ist. Komm, dann kommen nochmal Vorsichtsscans gerade von Special Markt. Hier ist überall keine Protoss-Army. Er hat gerade alles durchgescannt und somit hier greift einfach die wichtigen Mining-Bases an und Classic ist halt nicht in der Position. Er kann jetzt einfach nur einen Counter-Attack starten.
Aber selbst das wird nicht einfach werden. Hier sind bereits Ghosts, Bio sammelt sich bereits weiter hinten. Und der Terraner Army hat einfach viel, viel mehr DPS und viel, viel mehr Masse. Das heißt, die Protoss Economy wird hier einfach nur aufgerieben. Und hier kommt der versuchte Push. Storm geht hoch auf den Eichmund, aber EMP kommt auch trotzdem. Der Storm sitzt richtig schön. Das heißt, die Ghosts leben nicht lange, die Bio lebt nicht lange. Protoss drückt sich in die Netchfront Main, damit auch in die Production natürlich. Wenn das längst hier werden alle Nexus abgerissen, die Probes werden vernichtet. Man sieht, es ist ein Massensterb an Worker und Economy hat jetzt so ziemlich nur noch der Terraner, der allerdings gerade seine Production verliert. Das heißt, das ist eklig hier für Special. Er kann nicht wirklich nachproduzieren. Liftet jetzt sämtliche Gebäude und versucht, die zu evakuieren. Währenddessen der Protoss sich um die Mainbase kümmert. Problem ist, Classic kommt hier nur schwer wieder raus. Ein paar Ghosts sind hier, setzen auch eine richtig dicke EMP, damit die ganzen Templer ohne Energie, ohne weitere Storms und alles, was Classic jetzt hier machen kann, ist auf dem Highground ausharren und hoffen, dass der Terraner ihn gerade nicht killt. Also von hier kommt Classic nur schlecht weg. Er muss fast raus recallen aus der Situation, wenn er da wegkommen möchte. Denn Terraner wartet jetzt einfach unten, bis der Protoss aus dieser Basis wieder raus will. Auch wenn da Classic sehr viel Damage macht, Special hat hier immer noch die viel, viel bessere Ausgangslage. Er landet seine Production wieder. Er hat noch immer besseres Mining hier. Man sieht es, 100-100 ist gerade das, was der Protoss an Economy hat. Das ist halt quasi nichts. Wenn wir da Income-Tab aufmachen, ja, sieht nicht sehr eindrucksvoll aus. Bei beiden nicht unbedingt. Wenn das hier neue Mining-Base wurde gefunden, die Bio ist sofort unterwegs. Protoss jetzt hier versucht runterzukommen. Wie gesagt, der kommt hier zwar runter, aber definitiv nicht raus. Hier sind so viele Siege-Tanks, die Stalker blinken in ihren Untergang. Und ja, die Protoss-Army wird nochmal ordentlich EMP. Das heißt, wirklich außer Recoil kann hier eigentlich Classic nicht viel mehr machen. Er hat sein Nexus hier drüben auch verloren. Da kommt auch der Recoil. Die Bio haut bereits ordentlich rein, wie man sieht. Da kam noch die EMP und viele Protoss-Einheiten sterben bei der ganzen Aktion. Somit Classic runter auf 50 Supply. Und allein dieser Trupp hier scheint schon zu reichen, um den Protoss zu brechen. 60 zu 140. Momentan muss Special einfach mehr Supply-Depots bauen. Er ist massiv Supply-Block. Die Tees sind auch noch mit drin, aber da kommt ein Scan und neue Sellets kommen hier. Aber Classic hat einfach nichts mehr und da kommt auch nichts mehr nach. Und am Ende, nach 27 Minuten, holt sich Special Map Nummer 1. Das war die erste Map zwischen den beiden. Das macht Spaß auf mehr. Bin gespannt, was die zweite Map bringt. Map Nummer 2 ist Blue Shift. Und wie man hier sieht, da kommt schon der erste Reaper vorbei. Adept ist eigentlich auch da. Wir haben hier wieder einen gebauten Bunker. Dieses Mal, ja, gab es wieder eine Proxy Rex, aber die war nicht allzu weit weg. Und ja, wie man sieht, es ist nichts gestorben. Es ist nicht viel passiert eigentlich. Es hat nur das Opening gestört. Classic damit kann keine Fast Expand machen. Geht hier erstmal auf sein Tech, auf ein Stargate ein weiteres Mal. Und die Situation ist ähnlich wie in der ersten Karte. Hier kommt die Expansion vom Terran, dieses Mal defekt wie auch in der eigenen Basis. Wall wird hochgezogen, Probe schafft den Scout auf die Natural, aber nichts wirklich weiteres. Und währenddessen einfach der Bunker stört den Protoss. Kann also noch keine eigene weitere Basis nehmen. Sieht, die Probe hier ist noch unterwegs, hat sich vom Reaper ein bisschen versteckt. Der Reaper währenddessen kommt nach Hause. Da ist noch eine weitere Probe unterwegs. Und die wird hier auch gefunden, oder? Ja, ja, Special hat den Blick. Das heißt, diese Probe wird nicht überleben. Währenddessen der nächste Bunker wurde gesalvaged. Ja, wurde gesalvaged. Und somit kommt auch hier eine weitere Basis. Special jetzt hier mit der 1-0-Führung. Mal sehen, was Classic als nächstes anfangen will. Was hier sein Plan ist, um zurückzukommen. Er baut hier mal ein Oracle. Aber natürlich würde mein ist in Position. Es kommt hier ein Starport. Der baut sich am ersten Tech-Lab, interessanterweise. Hier gibt es Widowmine plus Cyclone. Ein Cyclone ist auch schon draußen. Also Oracle-Defense ist auf jeden Fall da. Natural wird gleich fertig. Wir sehen hier Robo als nächsten Tech. Das Oracle wird auch nicht gechrono-boostet, also ist nicht das Prior-Oracle, das hier Damage machen soll. Ist nicht das zweite. Und das Oracle hier, ja, muss einfach nur aufpassen, dass es nicht in den Widowmine läuft. Da kommt nicht gleich noch die zweite mit dazu. Mal sehen, wo die platziert wird. Ja, das ist der Reaper, schaut sich die Sache nochmal an, aber wird vom Oracle gefinisht, vom Nummer 2. Es muss ja eigentlich dafür sein Laser kurz zünden und kann damit, ja, nicht mehr so viel anstellen. Man sieht aber auch, der Kollege kommt schon bereits zurück und macht ein Stasis Ward. Also Classic spielt das mit den Oracles eher defensiv als offensiv, wollte einfach nur kurz durchscouten, was sein Gegner so hat. Und damit hat sie das Thema dann auch schon erledigt gehabt. Es kommt ein Phoenix mit dazu, der hilft natürlich gegen Liberator und gegen Drops, den kann man gut positionieren. Und wir sehen, es ist eine Banshee unterwegs mit Cloak hier für Special. Versucht also damit Damage zu machen, ist mutig. Zumal die Banshee haucht dem Rally Point nach den Oracles entgegenfliegen wird. Hier stehen zwei Marines, das reicht gegen die Oracles nicht, aber das sollte Zeit kaufen, bis die Cyclones da sind. Die Oracles versuchen hier von der Seite ranzukommen. Beziehungsweise sie warten auf ihren großen Einsatz, sobald da mal ein paar SCVs dran sind, dass man da auch mal was snipen kann. Da kommt auch eine Widowmine mit dazu. Mal sehen. Targeting. Es geht auf den Blinz. Jetzt geht's auf die Widowmine. Dafür hängt das Oracle, nimmt Damage und das Oracle wird hier fallen. Das zweite macht jetzt eigentlich noch mehr Damage. Kann eben das ausnutzen, solange der Lock und der Seconds auf Cooldown ist. Konnte es solange einfach auf dem Marine ballern.
Schön gemacht, also noch vom Classic noch mal ein bisschen was davon rausgeholt. Hat aber trotzdem das Oracle hier natürlich verloren. Das ist teuer, das ist eine sehr teure Angelegenheit. Hat aber zumindest noch ein paar Kills damit gemacht, mit dem anderen. Ja, trotzdem, Banshee ist... Wo zur Hölle ist die Banshee? Ah, da ist sie unterwegs, hat die südliche Route genommen. Cloak ist drauf. Detection-technisch beim Protoss. Es ist ein Observer da, der fliegt gerade aus der Basis raus. Wenn das ein... Oh, die Banshee hier... Wurde nicht gesehen. Ganz, ganz knapp. Jetzt kommt der Cloak. Der Observer fliegt gerade fröhlich weg. Oracle ist auch nicht in der Gegend. Das Oracle ist nicht in der Natural vom Terraner. Und da kommt wieder der Doppellock. Und das Oracle nimmt hier gerade Damage. Und hier gibt es gerade fröhlich ein paar tote Probes. Zumindest drei. Ne, zwei. Tatsächlich nur. Weil das sind die Jagd, die Protoss-Einheiten. Jetzt die Banshee. Wie man sieht, der Observer muss nach Hause kommen. Die Banshee hat so lange noch sehr viel Spaß und macht einfach nochmal fröhlich ein paar Kills. Lenkt natürlich auch gerade die ganze Protoss-Army ab und kostet Mining. Also das ist gerade mega eklig für Classic. Währenddessen Special hat die bereits einen Push am Drücken. Das SCV löst hier den Stasis Wall aus und währenddessen sind die Einheiten an der Natural. Die Banshee in der Mainbase wird jetzt zwar gefunden, gecatcht und auch gefinished. Problem ist, währenddessen hat Special an der Natural Position bezogen. Wird um eins wird eingegraben, zeigt uns Ballen fröhlich alles aus dem Leben. Banshee ist nochmal eine mit dabei, Panzer wird auch gesiegt. Da kommt das, die wird um ein, holt hier das Friendly Fire auf die Marines. Trotzdem, da sind noch Witterungen-Schutz übrig und es geht hier einfach auf die Natural. Kann Classic sein Natural am Leben halten? Wird um eins jetzt hier warten, nochmal eingegraben. Eine ist fast zugeschnallt, eine wurde gesniped. Der Panzer ballert währenddessen noch fröhlich raus. Aber es scheint hier gerade so zu rein für Classic, auch wenn es sehr viel Schaden dabei nimmt. Weitere Panzer kommt, aber das reicht hier nicht. Special traded hier, aber nicht so gut, muss man sagen. Er hat ein paar Protoss-Einheiten vernichtet, aber nicht übermäßig. Insgesamt mehr Resources lost. Dritte Basis kommt währenddessen für Classic und Special baut erstmal einen Bunker. Fühlt sich ja so ein bisschen unsicher, will da lieber eine Runde mehr auf Defense investieren. Dritte Basis aber auch da beim Terraner. Braucht ihn auch noch, bis die an Ort und Stelle fliegt. Und wir haben Stim unterwegs und plus 1 Attack. Hier kommt noch ein Missile Turret, falls das Oracle mal was anrichten will. Und beim Protoss sind wir weitere Gateways, Immortal Produktion und plus 1 Armor. Das Army kompositionstechnisch wird das wieder gleich aussehen. Eine Gateway Army mit Immortals und Upgrades gegen eine Bio-Army mit Panzern, Widowmines und Liberatorn, was halt so als Unterstützung gerade dient. Ich denke, die nächste Zeit wird es, wenn dann, Panzer geben. Weil erstmal baut sie die Factory Reaktor. Dann erstmal doch keine Panzer. Dazu braucht man Tech Lab. Und wir haben jetzt erstmal eine ruhige Phase. Bei Minute 7. Minute 8. Somit gönne ich mir entspannt mein Wasser, weil meine Stimme gerade schon kratzig wird. Wir können einfach nur beobachten, wie die beiden sich gerade fröhlich aufbauen. Combat Shield wurde mit angedrückt, plus 1 Armor ist ebenfalls mit unterwegs. Und Special hat da dann seine ganzen wichtigen Upgrades, die er für die Bio braucht. Und er moved schon wieder raus. Diesmal mit 2 Medivacs und ein bisschen Bio. Natürlich keine Panzer dabei, die hat er bereits verloren. Es lebt noch einer, der wird als Defense eingesetzt. Wenn das nicht hier Phoenix und Observers, der Observer liegt mutig voran, aber okay. Er wird hier nicht in seinen Verderben fliegen. Der Phoenix hingegen scoutet einmal den Drop und da kommt der Scan und sieht, okay, da ist die Protoss-Army. Da will ich nicht eingreifen. Wir suchen uns einen anderen Weg, wir boosten mal Richtung Norden. Und hier wird auch wieder ausgeladen. Wenn das ein Classic, ja, riecht das und move sich auch nach oben. Hat natürlich auch hier den Observer jetzt positioniert. Somit Vision ist gut für den Protoss. Er sieht alles rechtzeitig, es sind zwei Stalkers hier drin. Trotzdem, die Upgrades tickern hier gerade runter, wie man sieht. Plus 1, Stimpack, Combat Shield. Alles in 5 Sekunden hier quasi ready. Und plus 1 Armor ist auch nicht mehr weg. Danach gibt es noch Concussive Shells und der Trupp hier, ja. Wollte kurz fighten, aber die Bios sind weg. Bis jetzt simmt sie wieder ran. Will einfach gucken, ob sie noch irgendwas snipen kann. Ob sie vielleicht irgendeinen schönen Kill kriegt, aber nein. Schöne Force Fields hier und das defendet eigentlich alles. Und Classic, wenn das ein pumpt einfach. Hat 3 Basen, Armory kommt mir dazu für 2-2. Wenn das mein Protoss kommt, plus 2 Armor. Noch keine Attack-Upgrades. So, Classic arbeitet bisher auf einer einzigen Forge. Ist interessant, normalerweise. Also viele Protoss gehen auf Doppelforge tatsächlich mit diesem Style. Aber das ist Classic wohl ein bisschen zu viel Ressourceninvestment. Stattdessen tagt er lieber schneller auf den Templar-Archive, holt sich Blinken mit dazu. Und wir haben jetzt hier den nächsten Trupp unterwegs mit Widowmines. Na, das sind die Unterstützungseinheiten der Wahl. Hier ist natürlich Zealots mit Charge. Widowmines können da ziemlich stark dagegen sein. Beinahe hätte auch eine getriggert. Die Bio, wenn das ein Kite hat, fröhlich vor sich hin. Kassel Shells ist drauf und 1-1 ebenfalls. Das heißt, die Bio gerade mit den besseren Upgrades. Trotzdem, Special sollte nicht stehen und fighten. Allerdings wäre das eine Drübenlauen-Fight am Laufen. Ist auch vor dem zurückgewichen. Widowmines, eine wird zurückgelassen. Der Rest zieht sie zurück. Komplett 2-2 unterwegs. Storm ist angedrückt. Kommt ein Warpless mit dazu. Das heißt, da können wieder Templer beschützt werden drin. Weil die Storms haben schon ordentlich gesessen in der ersten Map.
Das haben wir gesehen. Kessick hat da stellenweise richtig fette Storms gesetzt. Und die haben ihn auch ein paar richtig schöne Fights verschafft. Problem ist, Storm dauert noch. Und sind schon Templer da? 4 Templer wurden bereits reingewobbt. Das heißt, die sammeln jetzt auch schon fröhliche Energie. Das ist wichtig, dass man das eben frühzeitig macht, dass man die Versorgung hat. Hier wurden die Rocks aufgemacht, damit man schneller seine Einheiten hin und her schieben kann. Zwischen Norden und Süden. Und hier kommt die 4. Basis für Classic. Aber der wird da gleich Probleme kriegen. Special will da ranpushen. Aber Classic sieht das. Er hat den Observer immer noch da drüber fliegen. Storm wird fertig werden. Ist nicht mehr weit weg. Blink ist auch nicht mehr weit weg. Wir haben kurz einen Vorstim. Gucken, was da vorne so abgeht. Und ja, hier soll es einen Fight geben. Würde meins mit dazu. Hier, Zealots sind einige am Start. Man sieht auch, Classic zieht seine gesamte Armee rüber. Weil er weiß, da kommt mehr auf mich zu. Da brauche ich ein paar Einheiten mehr. Warpism ist ready. Storm ist ready. Jetzt kann also gestormt werden, wenn es die Bio ballert hier nochmal fröhlich auf weitere Rocks. Hier drüben ist nochmal ein weiteres Warpism unterwegs angeschlagen, aber es hat Zealots geladen, kann also unter Umständen sehr, sehr schöne Ressen. Trotzdem, die Bio hat das bereits im Blick und stimmt bereits ran. Also die erwartet dieses Warpism bereits. Hier kommt der Scan, hat den Observer, glaube ich, erwischt. Der fliegt nicht da drüber. Und das Warpism wird einfach direkt aus dem Himmel geholt. Schön reagiert von Special, hat das Ding im Blick gehabt mit dem Sensor Tower und dann einfach abgefangen. Easy gemacht und damit prompt 10 Supply vernichtet. Also schön gemacht hier vom Terraner. 2-2, währenddessen Ticket immer noch hoch, plus 1 Air Weapons kommt mit dazu, also das Upgrade für Liberator. Beim Protoss, währenddessen, jetzt ist 3-1 unterwegs, also jetzt ist die Doppelforge am Start und hier ist mehrere Widomites, oh Gott. Classic geht trotzdem aggressiv hoch die Rampe, Widomites lösen jetzt aus auf ein paar Sentries. Sentries werden größtenteils rausgebombt, es sind noch 2 übrig, die Mortens haben Schildschaden genommen. Gefährlich, gefährlich, immer die Widomites wurden dann aufgeräumt. Und plus 2 Armor ist jetzt auch durch und zusammen mit plus 2 Attack bei der Bio. Also die Bio hat jetzt auch nochmal einen Power Spike. Liberator ist auch mit am Start. Man sieht, da kommt Defensive vor. Es wird jetzt einfach erstmal der Rückzug. Da will man hier eine bessere Position nehmen. Special hat den Maxer erreicht. Classic noch nicht ganz. Wir sehen Upgrades von Protoss noch immer am Laufen. Noch nicht bei dir. Und die Stalker blinken aggressiv nach vorne rein in die Bio. Kann eigentlich die ganzen Liberator hier snipen. Es sind noch 2 übrig. Die helfen eigentlich noch aus. Plus 1 Ship Weapons ist ready. Plus 1 Ground Weapons ist ready. Plus 3 Armor dauert noch. Und es kommen mehr Zealots. Die natürlich mega krass vom Armor Upgrade profitieren mit den 100 Hitpoints. Aber man sieht, hier drückt sich Special bereits näher ran und da kommt eine richtige GMP, trifft hier zwei der Templer. Das heißt, nur noch die Templer hier im Warprison können stormen. Einer davon kam gerade raus, stormt jetzt hier auch schon weg. Ein paar Bio-Einheiten sterben, der Ghost wird gesniped. Trotzdem, Special will hier weiter Druck machen. Was ist das für eine Expansion von Classic? Er nimmt da eine mega offensive Expansion, währenddessen brennt eigentlich hier immer noch der Fight. Der nächste Archon wird gesniped. Die Einheiten passen immer noch low dank der EMP. Hier kommt nochmal eine EMP mit raus, trifft die Immortals. Die Bio-Kite nach hinten. Widomines knallen hier die Zealots aus dem Leben. Aber nächste Welle Zealots kommt, die sollte hier aushelfen. Neue Liberator werden hiermit aufgeklappt. Die Zealots werden eigentlich gesniped. Die Ghostman auch Bonus-Damage gegen Zealots. Es ist nicht mehr viel Bio übrig, es ist nicht mehr viel Protoss übrig. Und das sieht nicht gut genug aus für Classic, der jetzt nach hinten blinkt. Er hat gleich keine Mortal mehr, nur noch Stalker alleine. Stalker alleine fighten einfach nicht so toll. Da kommt jetzt nochmal eine Welle an Zealots, die sollte doch mal reichen, um das zurückzutreiben. Problem ist natürlich, der Damage-Output hinter den Zealots ist nicht mehr so dick. Eine weitere MP landet hier. Die Zealots werden doch ziemlich schnell gesniped, kiten nach hinten. Die Medivacs sind noch am Leben, wenn auch ziemlich low, aber sie leben noch und können damit natürlich die ganze Zeit die Bio wieder hochheilen. Und das sieht jetzt auf einmal überhaupt nicht gut aus für Classic. Seine Basis da unten ist zwar süß, aber die hilft ihm gerade überhaupt nicht. Und Special macht weiter Druck, rallyt alles nach vorne, will hier den Protoss brechen. Da kommt die nächste Welle an Zealots. Widomines schlagen nochmal ein, das Warpism safe nochmal ein paar der Zealots, lädt die wieder aus. Die Bio wird nochmal ein bisschen zurückgetrieben. Ein Ghost stirbt nochmal, aber dafür stirbt alles andere vom Protoss. Und Classic hat hier nichts mehr. Er versucht es nochmal irgendwie, er versucht weiter zu fighten, er hat noch ein paar Ressourcen übrig. Aber er will es, glaube ich, einfach nicht wahrhaben, dass sie hier raus ist, denn ja, es sieht sehr danach aus, dass Special derjenige ist, der hier in die Bracket-Phase einzieht. Da kommt nochmal ein Widomine schon. 15 Probes sind tot. Die Basis hier oben ist am Start. Es sind nochmal die Tees mit drin. Also alle Register werden hier gezogen von Protoss. Versucht hier irgendwie die Situation zu klären, aber man sieht es im Supply. Doppelter Supply für Special. Der rallyt einfach immer nur noch fröhlich nach vorne. Da kommt ein Scan, trifft den DT. Nächste DT wartet bereits auf seinen Einsatz und es geht einfach weiter auf die nächste Basis. Reingestimmt und los geht's. Die Pylons werden umgeholzt. Und ja, für Classic ist das so ziemlich eine aussichtslose Situation. Er hat 23 Army Supply. Es kommt nochmal eine Mortal, ein paar Zealots, nochmal eine Mortal. Problem ist, der Terraner kann kiten wie ein Wahnsinniger, hat immer noch Reinforcement, immer noch eine unberührte Economy zu Hause mit 69 SCVs auf insgesamt 4 Basen. Währenddessen hier drüben die Basis, ja, da macht ein Panzer gerade Radau. Das heißt, die Basis wird auch leiden. Und ja, Classic, wie lange will er hier noch drin bleiben? Das hier wird einfach nur noch schlimmer für ihn. Man sieht es, bald dreifaches Supply hier für den Terraner. Classic ist hier auf jeden Fall raus, das kann man nicht mehr safen. Er hat keine Templer, um irgendwie magische Storms zu setzen, sondern das ist einfach durch. Wir warten jetzt einfach drauf, dass Classic das auch einsehen möchte und aus dem Spiel rausgeht. Liberator werden auf den letzten Economies aufgeklappt. Probes werden wieder mal gezogen. Mit der Liberator wird nochmal gesniped. Problem ist, die andere Basis ist RIP. Economy Graph, yep. Einseitig. Army Graph, yep. Mega einseitig. Das, ja. 4 Archons.
Aber das ist halt so viel Bio hier immer noch. Und 3-3 Upgrades kommen für die Bio mit dazu. Es führt kein Weg dran vorbei, Classic. Er fightet nochmal mutig, muss man wirklich sagen. Die Ark und CMA nochmal einiges, aber fressen jetzt hier die wieder mal einen Shots. Werden damit aufgelöst. Hier unten die Basis wird dessen von der Bio geklärt. Und ja, hier geht es einfach weiter nach vorne zur letzten Mining Base, die der Protoss hier noch übrig hat. 50 zu 180 Supply. Fast vierfach. Und wir sind jetzt, glaube ich, fast beim vierfachen Supply. Und ja, da wird einfach nur noch aufgeräumt. Classic hat absolut nichts mehr. Das Ding ist durch. Da kommt nochmal der letzte Vorsichtsscan. Die letzten Probes gehen down. Und nichts mehr ist übrig für den Protoss in Rot. Damit Classic muss sich geschlagen geben. Wollte es lange nicht wahrhaben. Hat nochmal versucht, irgendwie zu fighten. Aber nein, das Ding ist durch. Und somit Special tatsächlich qualifiziert sich für die Playoff-Runde. Für die letzten 8. Als einziger Nicht-Kori außer Cyril. Sind die einzigen beiden. Special und Cyril sind die einzigen beiden, die es in die Playoff-Phase geschafft haben. Alle anderen haben stellenweise gutes Games gezeigt. Showtime war ja im Winners-Match, aber musste sich dann im Rematch geschlagen geben. Gleiche Situation für Neep. Kam ins Winners-Match, aber ebenfalls dann im Deciders musste es sich geschlagen geben. Ja, lief dann am Ende nicht so gut für die Nicht-Koris, aber wir haben 2 davon. Und ja, wie gesagt, das geht jetzt dann noch weiter mit den Bracket-Games. Das sind insgesamt 7 Stück. Die mache ich wieder, glaube ich, einen pro Tag einfach. Und dann können wir nächste Woche entspannt, also quasi die Woche drauf. So, oder soll ich das passend zum... Mal schauen. Vielleicht komme ich auch... Die Round of 8 kann vielleicht noch sein, dass ich die in 2 Videos pro Tag mache. Und dann das Halbfinale und das Finale mit auf jeden Fall einem Video pro Tag, damit das schön abgestuft ist voneinander. Ja, damit wird es weitergehen. Und danach, wie gesagt, wenn ich die Replays habe, um Story Cup ist der Plan. Ich hoffe, die Replays werden bald und hoffentlich auch werden veröffentlicht. Ich habe noch keine hundertprozentige Info, aber es war mal die letzten Male so. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Replays wieder mal rausgehen und ich mir die dann krallen kann. Jo, das war's von mir. Das war Replaycast 867. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.